Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Big Ambitions. Ja, in der letzten Folge haben wir die Preise von unserem Laden angepasst. Und ich bin gespannt, was passiert, weil 6.000, die Preisgestaltung ist bei 60%. Ich bin gespannt, wie sich die Preise echt entwickeln. Ich wollte für die Marketingabteilung noch ein bisschen werben, dass wir sozusagen darüber wieder ein bisschen Punkte reinholen. Deswegen wollten wir heute auch in die Marketingabteilung oder zu dem neuen Marketing-Team da fahren. Ich hoffe mal, dass das gut ist. Und ich würde eventuell bald mal umziehen und mir eine Wohnung machen lassen mit Sportgerät und allem drum und dran, weil dann muss ich nicht nur von A nach B fahren. Finde ich voll nervig und so. Wir haben noch eine halbe Stunde, Jungs. Bett. Couch, irgendwas. Ist hier nicht der Park um die Ecke? Dann kann ich da kurz reinhüpfen. Lass mich mal kurz auf Google Maps gucken. Ja, schau, wenn, dann hüpfe ich da rüber schnell. Schlaufe da durch für eine halbe Stunde und dann sind wir alle wieder happy, weil dann habe ich Punkte. Ich laufe mal hier schnell ein bisschen. Jetzt hätte ich hier gern vorspulen, weil du musst dich ja hier drin bewegen. Das macht es nicht wirklich viel besser. So, warte mal. Ich weiß nicht, ob das was bringt, wenn ich jetzt sage, ich gehe 2 Stunden hier so, mal so. Zack. Eigentlich müsste uns das voll happy machen. Im Park spazieren gehen. 5 Tage verbleiben. Nice. Also das hilft schon was. Plus ich glaube, im Skatepark gibt es sowas nicht. Das wird das natürlich ein bisschen erleichtern, weil du musst nicht jedes Mal dich darum kümmern, dass du das selber immer wieder machst. Moin, moin. Nee, warte mal, ich muss mit dir sprechen wahrscheinlich, ne? Oh, guck mal, das sind Big Ambitions-Dinger. City Ads. Ich hätte gern für Saturn West große Werbetafel. Preis pro Tag 6.000. Schauen wir, ob sich das was bringt. Nein, danke. Ansonsten bin ich happy. Wenn der Laden läuft, dann läuft er. Weißt du was, wir fahren jetzt nochmal mit einem Taxi zum Park, genau. Oder wir fahren einfach mal schnell zum Skatepark. Das müsste uns wieder happy machen, weil wir laufen durch den Park. Und dann... So, weißt du, da Taxi, guck an. Dann brauche ich nicht so ein komisches Etwas. Ich bin gespannt, ob die Ad Revenue was bringt. Wo war das Ding hier? Da will ich hin. Alter, also die Taxifahrten brauchen echt lang, aber ich kann es mir vorstellen. Ich kenne selber das Ganze. Doch, schau her, hier ist eine Bank im Park. Und ich wette, die gilt auch. Wenn ich die nutze, 4 Stunden hier einfach rumhocke wie ein Blöder, dann zählt es doch sicher auch. Ging zum Skatepark. 6 Tage verbleiben. Nice. Positiver Umsatz. Persönliche Ziele erreicht. Trainiert. Schau an. Schau an. So wollen wir das. Taxi, Taxi. Taxi, 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 Taxi. Das ist ein Taxi. Wir fahren wieder nach Hause. Wir haben 3 Millionen mittlerweile auf dem Konto. Ich glaube, ich muss aber noch bestellen, bevor ich heute schlafen gehe, weil sonst wird das ein bisschen knapp insgesamt. Deswegen machen wir jetzt hier nochmal kurz unsere Hausaufgaben. Gehen in den Basement und schauen hier frische Lebensmittel. Was? So, lass mich nochmal gucken. Tage verbleibend bis leer. So, davon mache ich mir jetzt ein Foto, weil dann können wir ganz gemütlich die Sachen, die niedrig sind, bestellen. Dafür sollte ich das aber richtig machen, ne? Das fehlt mir noch so ein bisschen, dass man sagen kann, okay, alles, was unter so vielen Tagen ist, nachbestellen, dass immer so viel auf Lager ist. Minimal. Weil das würde irgendwie mir so ein bisschen helfen. Oder das wäre ein cooles, einfach Lebenserhaltungsvideo. Wenn du anfängst, viele Läden zu haben, wird das nämlich ein Horror, glaube ich. Einkäufer. So, Seaside. Wir brauchen frische Lebensmittel. Kann ich einfach nicht sagen, hier, ich will das auf 0 mal setzen und schauen, was ich wirklich alles brauche. Gut, also. Pommes frites gehen in 6 Tagen aus. Tiefkühlkost geht in 7 Tagen aus. Bedeutet, wir machen frische Lebensmittel, das finde ich gut. Tiefkühlkost machen wir einfach 20.000 draus. Es wird wieder ein sehr, sehr teurer Einkauf, ich sag's euch. Eiscreme steht auch hier drauf mit 7 Tagen. Papiertüten kann man sowieso nie genug haben, da bestellen wir gleich noch 40.000.
Eieiei, das ist ein Einkauf, ich sag's euch, Eiscreme, bestellen wir nochmal 20.000. Getränkedosen gehen uns in 10 Tagen aus. Getränkedosen, da bestellen wir 10.000. Schaut, wie der Preis nach oben geht von diesem komischen Zeug. Eiscreme, Papiertüten, Getränkedosen. Pommes Frites, haben wir die hier auch drin stehen? Pommes Frites, da, Pommes Frites. In wie vielen Tagen gehen die aus? In 6 Tagen, dann sagen wir, wir bestellen nochmal 8.000. Sollte ja fürs Erste dann reichen. Wir sind bei 86.000, schon leck mich am Arsch. Also, wir haben frische Lebensmittel, wir haben Pommes Frites, wir haben Tiefkühlkost, wir haben Eiscreme, wir haben Papiertüten und wir haben Getränkedosen. Passt. Bestellen. Dann haben wir irgendwo hoffentlich die... Hier. Wir brauchen neues Boss Kopfhörer. Wie viel verbrauchen wir da? 1.500 versendet. Auf Lager haben wir 900, dann bestellen wir 2.500 fürs Erste. Boah, das wird schon teurer angelängert, du. Dann haben wir hier... Was haben wir jetzt nächstes drauf? Sonst hat die Fisch Telefon. Da bestellen wir 1.500 nochmal von, einfach weil wir es können. Alter. Alter, ich habe fast eine Mille schon wieder verkauft. Und die brauche ich aber in dem Fall nicht. Ich brauche nur die neue Boss. Dann bin ich wieder bei solchen Preisen hier. Da kostet 1.100 und verkaufe die gleich für ein paar Tausend. Da habe ich eine riesige Umspannmarge. Das Sandmann-Telefon. Nee, oder doch Sandmann-Telefon. Was ist Sandmann? Ist blöd? Sandmann-Telefon, hier. Davon verkaufe ich wenig. Dann bestellen wir hier, das wird noch eigentlich 19 Tage. Kaufen wir einfach nochmal 700 nach. Dann sind wir gut. Aber nicht 7.000. Wäre ein teurer Einkauf. Verdöllen wir nochmal 500.000. Gut. Für den Morgen sind wir wieder ein armer Schlucker. Ich habe kein Geld mehr, sagte der Millionär. Und jetzt bin ich gespannt, wie viel wir morgen in der Kasse haben. Von wie viel die... Au! Was ist mit meinem Geld passiert? Hm? Also du machst weniger, wie dein Ding bringt am Ende. Du hast einen riesen Einschlag gemacht. Warum? Vielleicht sollte ich für dich mal Marketing machen. Wie viel bringt es bei Saturn West? Absolut nada niente. Die Preisgestaltung gefällt denen absolut nicht. Die Preisgestaltung ist auch absoluter Horror für die, wie es ausschaut. Weißt du was? Wir machen das jetzt mal wie folgt. Unternehmen öffnet Tag 276. Smart Electronics on Fifth Avenue. Smarter Electronics. Google Maps. Fifth Avenue. Hier wurde ein Smarter Electronics. Ist das der Jeff Bisman öffnen? Hat einen Wert von 300.000. Ist das der Laden, den wir da oben versuchen zu vernichten? Interessante Frage. Hat er wieder ein Nee, Smart Electronics, aber auch von... Nee, von jemand anderem, in dem Fall Besitz. 2,7 Millionen. Ich bin überlegen, ob ich den versuche zu übernehmen. Das wäre noch die Frage, ob wir den einfach sozusagen uns schnappen, die Tage. Dafür muss man halt ein bisschen wieder schlafen, um Geld zu gewinnen. Das ist ja wieder so das typische System. Und, ich habe was vergessen. Oh, ich sag dir eins, der wird uns... Chef, am Tag gehe ich endgültig in den Ruhestand. Ich werde nicht mehr als Reinigung für Sie arbeiten. What? Hörst du auf? Bei Saturn? Schade. Hallo Chef, besetzt das Schwarzmarkt, aber zukünftig habe ich eine neue Forderung, Chef-Schreibtisch. Leute,
Seid ihr wahnsinnig? Großer Besprechungstisch. Genau, du wolltest einen großen Besprechungstisch. Den wollten wir noch besorgen. Ha! Nein, stopp. Erstmal was essen. Ich brauche mal kurz ein Taxi. Ach, guck mal, da sind gleich zwei. Cool. Nein, das war kein Büro. Hier, fahren. Hast du überhaupt große Besprechungstische? Muss ich die nicht woanders eher besorgen? Gute Frage. Nächste Frage. Großer Besprechungstisch. Schaut hier schlecht aus, ehrlich gesagt. Schaut hier sehr schlecht aus. Maps. Geschäfts- und Ladeninrichtung. Dunkelblau. Den habe ich ja noch nie gesehen. Ich brauche ein Taxi. Ich brauche ein Taxi, da ist ein neuer Laden. Oder kommt mir auf jeden Fall neu vor. Ich brauche ein Taxi, da ist ein Taxi. Bleib stumm. Stopp. Ich muss mal hin. Ganz, ganz dringend. Ich habe das entdeckt. Der Laden hier, der kommt mir neu vor. Bring mich mal dahin. Der ist doch neu. Der ist doch neu. Also schaut mal wieder so aus, als ob der nicht hätte, was ich bräuchte, weil der hat den ganzen Disco-Boden. Ja, das sag ich auch. Das schaut schick aus. Was ist denn das? Das ist eine Garderobe rechts und das ist eine Garderobe links. Also für Disco-Ausstattung. Bühnenlichter, okay. Das ist ein reiner Disco-Laden. Ja, das bringt mir aber leider wenig, weil ich habe keine Disco. Aber ich könnte eine Bar in meinen Laden einbauen. Zigarettenregale, Überwachungskameras, ja, das sind super, super Angebote und super Teile. Sounddinger, nee, aber. Ha! Ja, aber leider nicht das, was ich brauche. Aber cooler Laden, taugt mir. Habe ich bis jetzt noch nicht gesehen und da ist eine Tankstelle direkt davor. Cool. So, Taxi, warte mal, komm mal her. Ich muss doch sicher noch irgendwo einen Einrichtungsladen geben, den ich noch nicht so gut kenne. Das ist mein anderer Einrichtungsladen. Komm, du kannst mir nicht sagen, dass das die einzigen immer sind. Also, wie ich mich übergefordert habe über den dritten, dann musst du ja die großen Möbel haben. Hey, wir hatten die großen scheiß Besprechungstische. Warum morgen einen Besprechungstisch? Ah! Hat jemand Büroeinrichtung vielleicht? Geschäft für Bürobedarf. Ah, shit, ja stimmt, da war was anderes. Kann ich nicht direkt einen mitnehmen, bitte? Leck mich doch. Da brauche ich wieder einen Laden für, der anders ist. Da ist ein scheiß Taxi, komm her. Komm schon. Ich habe vergessen, dass der Typ mir abhaut. Ich habe nicht Bock, einen neuen Mitarbeiter einzustellen in der Firma. Das macht wieder Aufwand. Wie, öffnet in 16 Stunden? Wir haben Mittwoch. Oh, das gibt's doch nicht. Alter, Office Supplies, kann mich mal. Trumpet International Hotel. So, wo ist die nächste Schienenbühne bzw. die nächste U-Bahn? Taxi, 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 stopp! I see you, my friend. Oh, noch ein Taxi, noch mehr Taxis, stopp! Warum bleibst du nicht stehen? Fahr mich nach Hause, ich hab das verkackt. Den Mitarbeiter verliere ich leider. So, wir gehen nochmal schlafen. Direkt einfach instant. Naja, nicht bis 16 Uhr, bist du wahnsinnig. 16 Uhr schon schlafen, das ist der wenigste Schlaf, den ich brauche. Ich werde so wieder nicht rechtzeitig ins Bett gehen. Stimmt, Saturn Level. Er hat mich noch nicht angerufen. Er hat mich noch nicht angerufen. Also noch nicht. Ich sagte aber auch, meine Läden laufen schlechter. Wesentlich schlechter. Hi, Dewitzka. Ich komme beinahe auf ihn hier zu. Was ist denn los, Saturn? Ich mache irgendwas sehr falsch. Irgendwas mache ich zu falsch und ich weiß ehrlich gesagt nicht was. Ich habe in diesem Spiel... Früher habe ich es hingekriegt. Heute bin ich irgendwie... nicht so ganz in der Lage, das hinzukriegen. Ja, mache ich auch immer wieder in der Früh. Ich sag's dir so. Der Laden macht um 8 Uhr auf. Jetzt ist 8:30 Uhr. Lass mich in den blöden Laden rein.
Großer Besprechungstisch. Ich nehme den mit. So wie er ist. Der kündigt mir nicht heute, ich sag's euch. Der kündigt mir nicht. Niemals. Du kündigst nicht, du Sau. Wo ist er? Sorry, ich brauche ein Taxi. Taxi, 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 Taxi. Nein, du bleibst stehen. Du bleibst genau da, wo du bist. Du fährst mich jetzt zu meinem Nice and Clean Laden. Wo ist Nice and Clean nochmal gewesen? Da ist er. Hier sind... hier hinfahren. Warum steht da noch... Oh. Wollte ich nicht Nice and Clean auch mal einräumen lassen? Guck mal. Großer Besprechungstisch. Wollte ich nicht Nice and Clean nochmal ein Upgrade geben? Da glaube ich, war was. Leute, ihr kriegt ein neues Büro. Was ist denn auf der Palette noch drauf? Oh. Ja, ich glaube, ich war hier nochmal mit... Ach, schau mal, da ist ein Taxi. Das machen wir jetzt noch schnell. Wir gönnen den. Wo war der Einrichtungsladen? Das war der hier, glaube ich. Wir haben ein paar Millionen auf dem Konto. Das können wir uns jetzt leisten. Moin. Servus. Moin. Du, ich habe einen Laden. Den Nice and Clean. Den hätte ich gerne morgen in Himmel. Nein, wir nehmen Himmel. Wir nehmen modern, bitte. Bestätigen. Jawohl, macht mal. Dankeschön. Na, danke, das war's schon. Gut, bedeutet, morgen in der nächsten Folge sehen wir, wie der neue Laden ausschaut. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.